Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Auf das haben schon einige gewartet, bin ich mir sicher, denn in diesem Video zeigen wir euch, wie ihr beim i20N unsere offene Ansaugung richtig verbaut. Bevor es aber losgeht mit dem Einbau, hätte ich gesagt, schauen wir uns erstmal an, was alles im Lieferumfang enthalten ist und was auch noch wichtig ist, welches Werkzeug ihr für den Umbau benötigt. So, legen wir los. Dann machen wir weiter, wie vorhin schon angekündigt, mit dem Lieferumfang. Also, wenn ihr das Kit bestellt habt, kommt Folgendes zu euch. Wie ihr seht, habe ich es schon mal ausgepackt, dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Wo fange ich an? Ah, am Luftfilter. So, also, das ist natürlich erstmal das Wichtige. Luftfilter ist mit dabei. Dann haben wir hier vorne zwei Silikonschlauchstücke. Einmal ein Reduzierungsstück für den Anschluss am Turboinlet und einen kleinen Bogen, um den Luftfilter am Ansaugrohr eben montieren zu können. Wenn wir schon beim Ansaugrohr sind, das ist natürlich auch mit dabei, ein Alu-Ansaugrohr. Dann haben wir drei große Schellen, also die dreimal gleiche. Eine etwas kleinere Schlauchschelle. Dann haben wir hier einen Halter. Einmal ein Schraubenkit, da ist drin ein kleiner Halter. Zeige ich euch, für was wir den brauchen. Dann ein Gummipuffer, also ein Vibrationsdämpfer. Und verschiedene Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Dann natürlich das Heatschild, also unser Hitzeschutzblech. Und last but not least, das Teilegutachten, damit es dann im Nachhinein beim Eintragen auch keine Probleme gibt. Ja, so viel zum Lieferumfang. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und dann hätte ich gesagt, machen wir direkt weiter mit dem Werkzeug, das auf jeden Fall hilfreich ist, eben wenn ihr das habt, um das Kit ganz easy einbauen zu können. Auf geht's. Für den Einbau brauchen wir Folgendes an Werkzeug. Einmal ein 10er Ringgabelschlüssel. Eine Kombizange oder alternativ eine Wasserpumpenzange, einen Schlitzschraubendreher, einen Schraubendreher, in dem Fall flexibel, für 7er Schrauben oder Muttern. Apropos Schrauben, hier habe ich nochmal eine 10er Nuss für die Ratsche, eine kurze Verlängerung, einmal die Ratsche selber oder andere nennen es auch Knarre und einmal eine lange Verlängerung. So, das war's an Werkzeug. Das sollte, glaube ich, jeder zu Hause im Werkzeugkasten oder in der Garage haben. Und dann hätte ich gesagt, machen wir direkt weiter mit dem Einbau. Als erstes hätte ich gesagt, bauen wir die originale Ansaugung aus. Also Luftfilterkasten, Ansaugrohr. Diese zwei Schläuche müssen hier weg. Dazu braucht man auch nicht viel. Als erstes löse ich hier die zwei Schellen, die im Endeffekt nur mit der Zange zusammendrücken und ein Stück abziehen. Das gleiche auch hier und dann anschließend die Schläuche von dem Ansaugrohr abziehen. So. Nachdem ich jetzt die Schläuche hier abgezogen habe, mache ich weiter mit dem Luftfilterkasten. Der ist mit drei Schrauben befestigt. Einmal hier unten rechts, dann einmal hier weiter oben. Und einmal hier zwischen Ansaugrohr und Batteriekasten. Also wie gesagt, 1, 2, 3. Die löse ich jetzt mit der Ratsche, mit meiner Verlängerung und der 10er Nuss. Hier hinten müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil, dass euch die Schraube nicht unbedingt reinfällt, weil dann ist nämlich Suchen angesagt. Ich lang damit rein, weil da sind zum Glück große Beileitscheiben mit dran oder so Unterlegscheiben und dann kann man die Schraube schön packen. So, und jetzt kommt natürlich hier mein Lieblingsschräubchen, das da hinten, aber ich glaube, das geht fehlerfrei, ohne Probleme, ohne was zu verlieren, raus. So, ha! Habe ich dich. Als nächstes mache ich hier diese zwei Schrauben, also vorne am Ansaugstutzen vom Luftfilterkasten, einmal hier von euch gesehen links und rechts. Auch wieder mit der 10er Nuss und der kleinen Verlängerung. Diese zwei Schrauben, die legen wir dann besonders achtsam auf Seite, weil die werden wir dann nachher noch mal benötigen. Als nächstes, um das originale Ansaugsystem ausbauen zu können, müssen wir ganz hinten am Turbolader-Inlet, also ihr werdet sehen, hier ist noch mal, also hier geht das Ansaugrohr, dann ist noch mal ein Gummistück und ganz hinten
ist nochmal eine Schlauchstelle. Die müssen wir lösen, um das Ganze rausnehmen zu können. Am besten von der Seite komme ich am besten hin. Und dann schrauben wir einfach die Schraube locker. Nachdem jetzt am Luftfilterkasten alle Schrauben gelöst sind, hinten die Schlauchstelle gelöst ist, gehe ich her, nimm einen Schlitzschraubendreher und hier diese zwei Klipse, die den Ansaugschnorchel am vorderen Schlossträger befestigen, einfach kurz nach oben drücken, dass sie sich lockern und dann rausziehen. Dann einfach hinten den Ansaugschlauch oder das Ansaugrohr vom Turbo-Inlet abziehen und hier den Ansaugschnorchel ein bisschen nach hinten schieben und schon bekommt ihr das Ganze in einem Stück aus dem Auto gehoben. Als nächstes montieren wir unser Hitzeschutzblech. Bevor wir das aber montieren können, müssen wir noch hier den kleinen Halter montieren und hier den großen Halter. Da schraube ich mal kurz dran und zeige euch dann nochmal das Ganze, welcher Halter wie montiert werden muss. Also, wenn das Siegschild so ins Fahrzeug kommt, seht ihr auf der Rückseite, diesen kleinen Halter habe ich montiert. Und zwar mit dem Langloch am Siegschild, so dass das kleine Rundloch dann unten zu der Fixierung genutzt wird. Und auf der Unterseite habe ich diesen, ich sag mal, L-förmigen Halter genommen, da ebenfalls mit dem Langloch am Heatschild, so dass dann das Rundloch dann zur Befestigung an der Karosserie dann hergenommen wird. Ich habe das Ganze jetzt noch etwas locker gelassen, damit wir dann am Fahrzeug das etwas besser justieren können. So, bevor wir das jetzt aber dann einsetzen, müssen wir noch zwei Punkte beachten. Einmal, wir müssen den Gummipuffer montieren, das zeige ich euch gleich. Und wir müssen hier am Ansaugschnorchel, Anschlussstück nenne ich das mal, die linke Schraube rausdrehen, damit diese Schraube befestigen wir dann hier auch das Heatschild an dem Schlossträger. Dann müssen wir hier vom Ansaugschnorchel, also dieses Anschlussstück, von euch gesehen die linke Schraube rausdrehen. Und hier, wo die Schraube saß, die eben den Luftfilterkasten befestigt hatte, also die zwischen Batteriekasten und Luftfilterkasten, in dieses Gewinde schrauben wir jetzt unseren Gummipuffer, also diesen Vibrationsdämpfer, fest ein. Da reicht dann eigentlich gut handfest, weil wenn wir jetzt dann von oben die Mutter draufschrauben und mit der Ratsche festziehen, zieht sich das Ganze nochmal fester. So, dann müssen wir jetzt das Ansaugrohr vorbereiten mit den zwei Silikonschlauchstücken. Das mache ich jetzt mal und zeige euch dann, wie das aussieht. Dann eine Schraube aus dem Lieferumfang mit einer Unterlegscheibe hier unten eben in das Gewinde eindrehen. Also hier mache ich auch nur Folgendes, ich lasse es leicht einschnappen, damit ich es dann nachher noch ausrichten kann und das Ganze dann halt eben richtig sitzt und erst zum Schluss schraube ich dann alles fest. Hier hinten, wo der Gummipuffer sitzt, da nehmen wir eine selbstsichernde Mutter. Auch hier nehme ich eine Unterlegscheibe mit dazu. Hier müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, weil es ist ein bisschen Gefummel. Da einfach von hier hinten drauf leicht anschnappen lassen oder leicht eindrehen und dann den Rest machen wir mit der Ratsche und der Verlängerung. Dann benötigen wir wieder die originale Schraube, die wir hier vorne rausgedreht haben, eben aus dem Schlossträger und mit dem, also beziehungsweise mit der Schraube, schrauben wir das Ganze am Schlossträger auch noch fest. Das ziehe ich jetzt schon mal direkt fest, weil dann zieht nämlich das Hitzeschutzblech. Danach können wir die anderen Schrauben auch festziehen. Dann ziehen wir diese Schraube hier noch fest. Diese ziehe ich jetzt auch fest. Und jetzt brauchen wir einen 10er Gabel zum Kontern. Und zwar setze ich den Gabelschlüssel hier hinten an der Schraube an, die den kleinen Halter hält und ziehe das Ganze auch fest. Und das gleiche hier, wo der große Halter ist, gehe ich von unten mit dem Ringschlüssel dran. Hier brauchen wir eine Verlängerung, sonst kommen wir da nicht dran. Das ist nämlich ein bisschen enger.
So, aber so klappt das. Und dann, wie gesagt, hin unten halte ich dagegen und ziehe das Ganze auch fest. Jetzt ist unser Heatschild schön fest und als nächstes kommt jetzt unser Ansaugrohr. Bevor wir aber das Ansaugrohr montieren, ganz wichtig noch, das hätte ich fast vergessen, diese Schraube hier an dem Elektromotor muss auch raus, also dieser Motor steuert ja die Steuerzeit in der Nockenwelle, die muss raus, denn mit dieser Schraube fixieren wir danach im Anschluss unser Ansaugrohr. Als nächstes müssen wir unser Reduzierungsstück hinten aufs Turbo-Inlet, da müssen wir wirklich darauf achten, dass es ganz bündig ist. Da ist hinten so eine Nase, zeige ich euch gleich auch in der Nahaufnahme. Dass es auch wirklich dann fest, also bündig drauf sitzt. Und danach setzen wir hier eben unser Ansaugrohr ein. Wie ihr seht, habe ich hier schon mal die Schelle drüber gemacht, leicht angezogen, damit mir das dann eben hält. Und dann schieben wir das Ganze drauf. So, und dann macht ihr bitte die Schelle so, dass sie von dieser Richtung drankommt zum Schrauben. Ansonsten wird es ein bisschen tricky. Die Schelle an dem Reduzierungsstück ziehe ich hinten direkt fest. Dann kann mir da schon mal nichts mehr verrutschen. Dann brauchen wir eine der großen Schlauchschellen. Die lege ich dann direkt hier über den Reduzierer drüber. Drehe mir auch die Schlauchschelle schon mal so hin, dass ich leichter zum Schrauben hinkomme. Und dann brauchen wir das Ansaugrohr. Vorne habe ich schon mal unseren Bogen angesetzt oder draufgesetzt, die Schelle drüber leicht angezogen, dass ich das Ganze hier noch bewegen kann und verstellen. So, und dann gehen wir hier mit dem Rohr in den Reduzierer rein und drehen uns das Rohr vorsichtig so hin, dass wir genau auf die Schraube kommen. Die Schraube können wir dann hier leicht schon mal reindrehen, dass es etwas fixiert. So, die habe ich jetzt handfest angezogen. Ich lasse die jetzt nicht, mache die nicht ganz fest, weil dann kann ich hier nämlich noch verstellen, sobald ich den Luftfilter dann drauf habe, um zu sehen, wo muss ich hin. Was wir natürlich schon machen können, ist hier unser Entlüftungsschlauch drüber schieben. Und dann brauchen wir das Rohr bzw. den Schlauch vom Schubumluftventil und schieben den auch hier drauf. Dann kann ich hier schon mal die Schlauchschelle drüber schieben. Ich drehe mir dann die zum Schluss dann ein bisschen so hin, dass man sie nicht so reich sieht. Ja, dann schaut das Ganze ein bisschen hübscher aus. So, und dann kommt der Luftfilter aufgesetzt auf unseren Bogen. So. Jetzt schau dir bitte, ob der Luftfilter ziemlich mittig sitzt. Also hier sollte so eine gute Fingerbreit Luft sein, auch hier. Oder eine Handbreit, das, oder so eine Handflächenbreite. Das passt. Hier unten haben wir auch Luft. Und dann können wir eigentlich die ganzen Schrauben bzw. die Schlauchschellen können wir dann im Anschluss festziehen. Und auch die Schlauchschelle am Luftfilter ziehe ich mir jetzt nach unten in Position. Setze die auch wie hier so ein bisschen nach hinten, dann sieht man die nicht direkt. Und dann schraube ich das Ganze auch fest. Die hier noch anziehen, eben vom Rohr auf das Reduzierungsstück. Die drehe ich jetzt auch ein bisschen nach hinten, dann komme ich leichter hin. So, schaut bitte, dass ihr hier an dem Keder, an der Öffnung eben vom oder dem Ausschnitt am Heatschild ziemlich mittig seid. Das heißt, ich gehe hier so ein bisschen nach rechts von euch und ziehe dann das Ganze hier oben fest. So, und dann ist das Ganze fest und bleibt in Position. Und zum Schluss unsere zwei Schlauchklemmen drüber ziehen, wieder nur zusammendrücken und in Position ziehen. Und dann noch die untere Schlauchschelle zusammendrücken und auch hoch loslassen, dann ist das fest. Das ist fest. Und so sieht das doch gut aus. Und schon sind wir fertig. Wie ihr gesehen habt, das ist echt kein Hexenwerk, dieses Intake einzubauen. Und ich bin mir ganz sicher, jeder von euch schafft das auch ohne weiteres. Zeiteinsatz hätte ich gesagt, rechnet mal mit einer halben Stunde, dann sind wir auch durch, beziehungsweise wenn ihr schon an diesem Punkt seid, habt ihr es vielleicht schon eingebaut und habt bemerkt, das dauert gar nicht so lange, das geht wirklich easy, denn das Kit ist wirklich so gemacht, dass es ganz schnell getauscht werden kann, beziehungsweise montiert werden kann. Was noch ganz wichtig ist zu erwähnen zum Schluss, wenn ihr das Intake eingebaut habt, direkt Termin machen bei der nächsten Prüforganisation, TÜV, DEKRA, KÜS und was weiß ich, GTÜ, und das Ding eintragen lassen, damit es auch wirklich bei der nächsten Verkehrskontrolle keine bösen Überraschungen mit der Polizei gibt.
Das ist wirklich wichtig. Ansonsten würde es uns mal interessieren, wie ihr das Intake findet, wie euch das Video jetzt geholfen hat, wie hilfreich es euch war beim Einbau. Das würde uns mal interessieren. Ja, und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit dem Intake, viel Spaß mit dem Sound, mit dem Zischen. Das Ding klingt wirklich mega cool. Und ansonsten hätte ich echt gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch was und ciao, bis zum nächsten Mal.